In dieser Serie hier von den Tagesenergien, Anfang 2016, wird also dazu aufgerufen, sich schnellstmöglich die Geburtsurkunden zu besorgen und so weiter und so fort, weil bald gibt es sie nicht mehr und man könne damit so wunderbar eine Staatsangehörigkeit wegen der Abstammung nachweisen. Das ist natürlich nicht der Fall. Der Sachverhalt ist auch nicht kompliziert. Und ich habe mir auch 7 Tage überlegt, ob ich hierzu überhaupt was mache. Also, es wird hier aufgerufen, irgendwelche Geburtsurkunden zu besorgen. Durch einfaches Nachdenken kann man sich doch schon überlegen, dass das nichts mit der Abstammung zu tun hat, also infolgedessen auch keine Staatsangehörigkeit davon abgeleitet werden kann, entsprechend dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913. Und nur dieses gilt. Babyklappen sollte eigentlich jeder kennen. Wer das nicht kennt, kennt aber den Begriff Findelkinder. Diese kommen über eine Adoption möglicherweise in eine Familie, hoffentlich eine gute. Und wenn sie wollen, kriegen sie auch eine Geburtsurkunde. Also, hat das noch was mit Abstammung zu tun? Nein. Jetzt denkt sich jemand, ach, das sind nur so wenige, da kann man drüber hinwegsehen. Schon in der Drei-Groschen-Oper hieß es, Frauen sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch. Männer sind auch nicht viel besser, aber lieb sind sie doch. Man kann den Begriff Kuckuckskinder kennen. Also, das sollte eigentlich bekannt sein, dass hin und wieder auch mal so ein Braten in der Röhre gelandet ist, der da nicht hingehört. Bei uns sind das entsprechend dieses Berichts hier, wo auf 31 Studien zurückgegriffen wird, fast 17%. Anderswo ist es sogar noch schlimmer. Das haben die nicht rausgefunden mit Bandmaß und Kopfvermessen, nein, sondern Genetik ist hier der ausschlaggebende Faktor. Das ist also sehr sicher, dass diese Zahl stimmt. Wenn irgendjemand, ach so, und die bekommen natürlich Geburtsurkunden und da steht dann der rechtliche Vater drin. Ja, der rechtliche, aber nicht der leibliche. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Einfaches Nachdenken reicht. Und so wird also auf sehr einfache und adäquate Weise nachgewiesen, Geburtsurkunden sind nichts. Wer jetzt sich noch mit der Geschichte beschäftigt, dass diese erst eine Kirchenangelegenheit gewesen sind und im Rahmen des Kulturkampfes Mitte des 19. Jahrhunderts dann erst 1870 die Standesämter hinzukamen und dort eben zunächst keine Geburtsurkunden rausgegeben wurden, weil das ja was Kirchliches war, der sollte endlich begreifen, dass Geburtsurkunden nichts taugen, wenn es um einen Nachweis einer Abstammung geht. Ja, und das Ganze eben in Verbindung mit dem nächsten Wahnsinn, hier dieser gelbe Schein. Man kommt sich wirklich vor wie Anfang des 16. Jahrhunderts, als Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte und schon kamen die Leute an und glaubten dies und hatten hier ihre Scheine, also jetzt die Bibel. Ja, und Melanchthon meinte, er könne da 12 Frauen haben und solche Späßchen. Ja, wir befinden uns geistig tatsächlich in keinem besseren Zustand als damals und das lässt nichts Gutes hoffen. Ich zum Beispiel habe ein Familienbuch. Ich könnte über ein Familienbuch meine Staatsangehörigkeit oder Abstammung nachweisen. Ja, Pech gehabt. Da hat nämlich ein Standesbeamter, ein Landesbeamter Eintragung gemacht. Und das geht nicht. Seht euch das Gesetz von 1878 an, ja, das Gesetz über den Personenstand oder wie es heißt, ja, da könnt ihr es nachlesen. Es muss immer ein Gemeindebeamter sein. Und das hat was mit der Subsidiarität zu tun, dass die Gemeinden eben alles selber verwalten. Und die Gemeinden bestimmen, wer bei denen ist. Das ist ein dickeres Thema, dazu mache ich noch ein anderes Video. Seit 2000, und da weise ich schon x-mal drauf hin, vergibt die Bundesrepublik Deutschland gelbe Scheine an alle möglichen Leute. Neuerdings sind sogar jene Einwanderer, also Flüchtlinge sind es nicht, Asylanten sind es auch nicht, das können sie gar nicht sein. Also jene Einwanderer sollen jetzt auch noch das Wahlrecht haben. Erstens haben hier sowieso entsprechend dem Wahlgesetz kaum Leute irgendwie die deutsche Staatsangehörigkeit. Die gibt es übrigens auch gar nicht, worauf sich das Grundgesetz ja beruft. Egal. Und jetzt wird der ganze Schwindel ins Absurde geführt, nicht wahr? Und im Grunde genommen hätten wir viel Besseres zu tun, schon im Ausland. Zum Beispiel in den USA heißt es, dass Deutschland auf der Kippe steht und hier kloppen sie sich und meinen, irgendwas mit einer Geburtsurkunde machen zu können. Das ist Wahnsinn.
Also es erschien sogar in der Washington Post und der New York Times. Hier ist tatsächlich Land unter. Ja, und in den ersten 2 Wochen sind schon wieder 50.000 Einwanderer gekommen und hier wird tatsächlich eine Destabilisierung betrieben. Wir haben schlicht und ergreifend keine Zeit, uns mit so einem Scheiß wie mit Geburtsurkunden, gelben Scheinen oder sonstigem Mist zu beschäftigen.